Ja, erkläre den Unterschied zwischen Folgen und Reihen. Das ist eigentlich super einfach, denn obwohl diese beiden Wörter hier sich sehr ähnlich anhören, sind die beiden eigentlich sehr unterschiedlich, aber gehören trotzdem irgendwie miteinander zusammen. Wir hatten ja in unserem Wissensvideo die Folge AN ist gleich 1, 2 und dann hatten wir weitere Zahlen 4, 8, 16 und so weiter. Das ist eine Folge an Zahlen. So, die werden mit einem Komma abgetrennt und man kann jetzt sagen, also diese Folge hat jetzt die Glieder, die Elemente 1, 2, 4, 8, 16, 32. Und so würde man die Folge auch stehen lassen. Das wäre eine fertige Folge. Wenn man jetzt aber sich eine Reihe angucken möchte, dann müsste man diese Reihe auch wieder, dann gibt es von dieser Reihe eben auch wieder Glieder, aber die beziehen sich auf diese Elemente der Folge. Denn das Glied S1 ist jetzt das erste Element der Folge. Das ist 1. Das Glied S2 ist gleich das erste Element plus das zweite Element. Das sind also 3. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Das heißt, du musst immer gucken, was steht hier im Index von diesem Reihenglied und bis dahin musst du die entsprechende Folge aufsummieren. Also 1, 2 und 4 sind zum Beispiel 7. So. Und so weiter. Also das ginge jetzt sozusagen beliebig weiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel eben hier ein sehr hohes Glied haben möchtest, wie zum Beispiel S20, dann hätte man natürlich hier schon ganz schöne Probleme, denn diese Zahlen, siehst du ja, werden ja immer, immer, immer größer. Und zwar eben mit dem Faktor mal 2. Also 1 mal 2 ist 2, mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16, mal 2 ist 32 und so weiter. Und wenn du das 20. Jahr möchtest, müsstest du 20 Folgeglieder machen und die per Hand zusammenrechnen. Dafür gibt es aber eine Formel, die das Ganze vereinfacht. Und die siehst du hier. Also wenn man hier zum Beispiel S20 haben möchte, dann müsste man hier einfach die 20 als Index einsetzen, ist gleich, dann den Startwert nehmen, den siehst du hier vorne, das ist 1 mal. Das Q ist der konstante Quotient, sagt man, im Grunde aber einfach der Faktor, mit dem immer das vorige Glied multipliziert wurde. Das haben wir ja schon gesagt, das ist 2. Das N steht hier unten im Index, das kann man jetzt eben auch im Exponenten hier oben verwenden. Minus 1 durch die 2 minus 1. So, damit bleibt hier noch stehen 2 hoch 20 minus 1. So, und da siehst du vielleicht schon den Vorteil, hier muss man eben nicht die ganzen Folgeglieder bestimmen und die dann immer einzeln zusammenrechnen, sondern hier kann man das einfach alles in die Formel einsetzen und somit hast du dann hier raus 1.048.000, das können wir hier nochmal aufschreiben, 1.048.000, eine mega große Zahl, schon in diesen, an diesem, der Aufsummierung bei dem 20. Glied, was ja noch gar nicht mal so unbedingt groß ist, man denke mal hier an das 1000. Glied, 500. 76, so und 76 und noch die minus 1, also 75. So, das wäre das Ergebnis und das ist eben auch der Unterschied zwischen Folgen, die man einfach nur so als Kette dasteht, und den Reihen, die man auch als Glieder dasteht, aber wo es immer eben aufsummiert wird. Der Abstand zwischen den einzelnen Folgegliedern ist nicht konstant. Somit muss es also eine geometrische Reihe sein, wobei wir hier schon sehen, dass das hier das erste Glied ist. Also können wir hier schon mal sagen, unser A1, unser Startwert ist 1,5. So, und was ist der Faktor, mit dem jedes Glied sozusagen multipliziert wird zum nächsten Glied mal 1,5? Somit ist eben auch das benachbarte Glied.